Auf geht's zur Bücherzelle zum ersten Mal in diesem Jahr. Herr Popkaffee, was für mich zum Geburtstag hat. Ja, schauen wir mal. Aber es liegt Schnee, es ist nicht toll. Es ist nur so ein bisschen, aber es reicht. Es ist weiß. Es ist okay. Mein Hund wird erhört. Also weiße Weihnachten und weißer Geburtstag. Ja, kann man machen. Mehr gab es nichts. Das wäre auch ganz gut so ist. Ein paar von meinen Büchern waren noch da. Nicht mehr so viele, aber ein paar. Ja, mir ist kalt. Mir ist richtig dick. Ich habe Hunger, hier kommt mir jetzt nicht wieder nach Hause. Jammer. Ich bin erst seit 15 Minuten, eigentlich waren es eben noch 14 Minuten. Ich musste aber gerade die Kamera holen. Auf Arbeit eingeloggt und habe schon 2 Skype-Pillings hier gehabt. Aber nur einmal wegen meinem Geburtstag. Das andere war tatsächlich arbeitsbedingt. Aber so früh habe ich normalerweise keinen Skype hier, irgendwas. Passiert normalerweise nichts. Außer dass ich gucke, was auch E-Mails kam oder sowas und dann mich langsam eingroove. Aber ja. Einmal plingelt das hier in der Tour. Kommst du schon wieder an? Ja, raschelt's. Wer ist denn da? Ach ja, sag ich doch. Okay, du hast ein Spiel gefunden. Was hast du denn jetzt schon wieder zum Spiel gefunden? Eben war es noch sehr kuschelig. Ich bin auch überall hinterher gelatscht. Und hat sie irgendeinen Zettel oder? Frag mich nicht. Keine Ahnung, was sie jetzt wieder entwickelt hat. So. Ja. Es ist Montag, das Arbeiten geht ja los. Ah. Okay. So ein Teil von dem Luftballon, wo, also von diesen Leuchtluftballons, wo man das rauszieht. Alles klar. Also ein Papierschnipsel. Ein Papierschnipsel. Selbstverständlich. Gestern Morgen. Habe ich es erzählt? Ich glaube nicht. Als ich aufgewacht bin, lag sie in der Mulde. Das fand ich süß. Also im Schlafzimmer. Yep. Ich habe mich ja gestern gar nicht mehr gemeldet. Das ist jetzt hier nochmal kurz. Das Laufen ging einigermaßen. Ich habe mir schlimmer vorgestellt. Irgendwie so zu Hause ohne Schuhe mehr, wie als draußen mit Schuhen. Aber ist egal. Und ich habe gestern The Masked Dancer geguckt. Oh, ist das toll. Es ist so toll. Und ich weiß nicht, ob ich bei der einen Maske weiß, wer drunter ist. Ich habe da so ein Gefühl. Ich habe einen Verdacht. Und ich bin auch nicht die Einzige mit diesem Verdacht. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn das der Fall ist. Das wäre großartig. Das wäre richtig großartig. Die Maske selbst mag ich nicht so gerne. Also das Kostüm. Aber das wäre großartig. Warten wir es ab. Oh. Mal gucken. Und das nicht anhand der naja, nicht wirklich der Indizien, die genannt wurden oder sowas. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob ich mal von Anfang an richtig liege. Okay. Wo war ich noch richtig gelegen mit der Hallervorden? Aber das ging auch gar nicht anders. Ganz ehrlich. Es ging einfach nicht anders. Aber ja, mal gucken. Gut, jetzt werde ich hier weiterarbeiten. E-Mails sind zum Glück nicht so viele. Von daher kann ich gleich wieder mit der QS weitermachen. Qualitätssicherung. Ich hasse, hier wird immer nur mit Abkürzungen um sich geworfen. Langsam nehme ich es auch schon an. Ich hasse Abkürzungen. Ganz ehrlich, ich hasse Abkürzungen. Ich weiß nicht warum, aber ich kann sie nicht leiden. Und hier wird alles irgendwie abgekürzt. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber gut. Machen wir weiter. Gucken, was passiert. Auf in den Kampf. Bei den Kollegen auch gerade schon gesagt. Dann sind wir seit 5 Wochen Start. Ich so, ja, auf in den Kampf. Oh, nicht. Heute werde ich so gar nicht wach. Ich weiß, Feierabend. Muss ich mich nur aufraffen, meine Jogginghose gegen eine Jeans zu tauschen. Rauszugehen. Ich bin so müde, ich habe schon 2 Kaffee heute. Und es wird nicht besser. Joa. Ich möchte nach meiner Runde wieder meine Stunde lesen. Ich hoffe, ich schlafe nicht wieder ein. Es
wäre jetzt gut. Ich habe, was lese ich denn heute? Ich lese den ersten Abschnitt vom Kofferkrimi. Also die ersten, ich weiß nicht, 69 Seiten oder was das waren. Wobei ich ja, wie gesagt, schon angefangen habe. Das heißt, ich habe nur noch 20 Seiten oder so ein Krams übrig. Ungefähr. Das ist das erste, was ich heute lesen werde. Und dann natürlich noch Namiria. Die E-Book habe ich schon gelesen beim Frühstück und beim Mittagessen. Ich bin auch gespannt, wie es da... Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt da schon gelesen habe. Das kann ich ja nicht sehen mit dem E-Book. Was ja auch immer ganz gut ist. Wie gesagt, bei den anderen Büchern versuche ich auch mal Seitenzahlen zuzudecken. Manchmal erhasche ich eine Seitenzahl, okay. Aber trotzdem sieht man, wie weit man ist. Auch ohne Seitenzahlen. Und im E-Book sehe ich ja gar nichts mehr. Null. Von daher weiß ich nicht, habe ich erst die Hälfte, habe ich gerade mal ein Viertel, bin ich schon fast am Ende. Das sehe ich einfach nicht. Was, wie gesagt, gut ist. Und das ist auch, ich lese im Moment nur gute Bücher. Und das finde ich gerade so schön, dass der Jahreseinstieg wirklich so gut gelaufen ist. Oder auch der... Ach nee. Oder auch das Jahresende war ja auch mit guten Büchern bestückt. Also nicht ausschließlich, aber ja. Was möchten Sie bitte? Es gab schon Essen. Was ist nun verschlafen? Diablo. Ja. Genau. Und da bin ich aber sehr froh, dass ich auch den jetzt im Moment gute Bücher lese. Und da liegen ja noch ein paar, die diesem Monat dran sind. Es kommt noch vier. Mal gucken, ob ich das alles wirklich schaffe. Das könnte funktionieren. Ich hoffe auch, dass ich Liebes Kind, was ja als Leserunde am 1.2. erst endet, dass ich das vielleicht auch schon den letzten Abschnitt noch am letzten Tag lesen kann von diesem Monat. Weil ich habe irgendwie keine Lust, dass es dann in den ersten, also in den Februar reindrückt. Sowas mag ich ja gar nicht. Wenn es so ist, ist es so, aber es wäre schon schön, wenn man es auch noch. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So. Genug gequatscht und mich dafür abgehalten, die Hose zu wechseln und rauszugehen. Und es ist auch so schön grau draußen. Aber egal, ich habe gesagt, ich gehe bei Wind und Wetter raus, weil man ja sich auch nicht aussuchen kann, wenn man zur Arbeit geht oder sonst wo hingeht. Ob es nun regnet, stürmt oder schneit, oder Sonne scheint, das kann man sich auch nicht aussuchen, also mache ich jetzt immer meine Runde. Ich muss mich nur dafür rüsten, dass es auch regnen kann. Oder schneiden. Ja. Ab sofort immer meine Runde. Ich habe es nur nicht mehr gemacht. Am Anfang habe ich ja auch gesagt, okay, als ich angefangen hatte, war ja immer so, es war ja so ein Kribbeln drin gewesen, dass ich muss raus, es war so toll, ich muss raus. Aber dann war ja der Regen und dann wurde ich ja krank, also hat eine Erkältung gehabt dadurch. Und habe ich gesagt, okay, wir regen ich nicht mehr, aber Inzwischen bin ich in meiner Meinung, man kann es sich auch nicht aussuchen, wenn man irgendwo anders hin muss. Da gibt mir auch mal Regen raus und deswegen Kapuze, Schirmchen, was auch immer und dann passt das schon. Genau. Okay, jetzt genug gesabbelt. Ich stiefel jetzt los. So, das Thema Postfach hat sich erübrigt. Ich weiß, was mit der Post passiert ist. Die ging einfach wieder zurück. Aber erst, nämlich gekündigt habe. Also vielleicht wäre es danach sonst noch da ewig drin gewesen. Keine Ahnung. Aber ich möchte Melanie sehr herzlich danken für diese Weihnachtskarte, die ja im Postfach war, also schon fast bei mir und nicht herkommen wollte. Jo, die kommt auch jetzt dann noch mit dran. Genauso wie diese wundersüße. Diese ganz tolle Geburtstagskarte. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Und ich merke, dieses Jahr ist Tier mit Partyhut angesagt. Ja, auch wenn man den Partyhut auf den zweiten Blick erst sieht. Also ich zumindest. Mein Kollege hat mir heute per E-Mail, also auf eine Firmen-E-Mail, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, auch ein Bild geschickt mit einem Hund mit Partyhut. Also Tiere mit Partyhüte sind heute der Renner. Ich frage mich noch, was meine Brieffreundin mir schicken wird für eine Karte. Sie bastelt ja auch mal selber welche. Da kommt auch eine, das weiß ich. Sie hat sich entschuldigt, dass sie noch nicht abgeschickt ist, weil sie ja noch keine 5-Cent-Briefmarke hatte. Deswegen ging das irgendwie nicht. Aber ja, das heißt, da kommt demnächst auch noch ein Kärtchen an. Eine Kärtchen. Eine Karte, ein Kärtchen, ihr wisst, ne? Wenn da auch wieder ein Tier mit Partyhut drauf ist, kriege ich immer ein. Jetzt will ich mal gucken. Mein Onkel hat mir eine digitale Karte geschickt. Wo ist sie? Da. Nee.
Ich muss noch mal gucken. Nein, das ist tatsächlich nur Vogel, ohne Partyhut. Also so ein, ich habe keine Ahnung, was ein Vogel ist. Ja, da ist aber kein Tier mit Partyhut drauf. Aber ansonsten nehmen wir die physischen Karten. Also das eine oder andere ist ja auch per E-Mail gewesen. Aber ja, es ist schon witzig. Ich erkenne ein Muster, ich erkenne ein Muster. So. Dann bin ich heute fix und fertig. Ich weiß auch nicht, der Tag ist so schnell rum, dass ich gar nicht, was ich zuerst machen soll. Egal. Ich hätte auch fast vergessen. Ah, seht ihr, ich muss noch das Foto für den Post auch noch machen. Ah, ich krieg eine Macke. Ich krieg echt eine Macke. Ich will eigentlich nur noch lesen. Aber gleich. Gleich setze ich mich hin und lese und der Rest ist mir heute erstmal völlig Wumpe. Ich habe alles ein bisschen gemacht, nicht ganz, aber fast vergessen, das Leseupdate zu drehen für Instagram. Auch schnell gemacht, aber irgendwie bin ich heute nicht ganz bei der Sache. Dabei ging es heute Morgen besser. Ich bin halt so müde. Ich habe mir einen dritten Kaffee für heute, aber braucht man auch nicht mehr wach werden, ne? Aber den brauche ich ja, damit ich morgen keine Kopfschmerzen habe. Okay. Ich weiß ja, ich heute immer melde. Da ich die Woche wieder Spätdienst, mir hat schon wieder rumgezickt, deswegen ist ein ganz großes Kino hier. Also halt nicht deswegen, aber man merkt halt, wenn er nicht da ist, dass sie noch mehr zickt, als wenn er da ist. Ah, es ist anstrengend, es ist sehr anstrengend. Gucken wir mal. Hoffen wir das Beste.